So, schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir wieder mal, wie du deine Drechseleisen oder Stechbeitel schärfen kannst. Das Ganze machen wir mit dem handelsüblichen Doppelschleifer. Wenn du da Bock drauf hast, dann bleib dran. Wenn du diese Variante nicht magst, dann schau dir doch einfach diese hier an. Gut, aber warum einen Doppelschleifer? Ein Doppelschleifer, der findet sich wahrscheinlich in jeder Metallwerkstatt. Ich will nochmal darauf tippen, dass wirklich jeder, der irgendwie was schärft oder mit Metall arbeitet, auf jeden Fall so einen Doppelschleifer zu Hause stehen hat. Deswegen ist es auch sehr, ich sag mal, praxisnah, wenn man diese Methode euch zeigt. Dieser Doppelschleifer hier, der hat meistens zwei verschiedene Körnungen. Ich glaube, bei mir war das hier irgendwie ein 80er Stein und ein 120er Stein. Und daran lässt sich auf jeden Fall echt super. Ja, was heißt super? Also daran lässt sich auf jeden Fall ein Metall schärfen bzw. abschleifen. Man muss aber immer darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel Drechseleisen schärft, besteht die Möglichkeit, dass aufgrund der hohen Geschwindigkeit dieser Maschine, also die dreht schon mit etlichen Metern pro Sekunde, muss man da ein bisschen mit seinem Druck aufpassen und auch mit der Geschwindigkeit, mit der man hin und her geht, weil sonst das Eisen verglüht, beziehungsweise die Schneide vorne. Wenn die Schneide verglüht, dann musst du komplett von vorne anfangen, musst du den verglühten Bereich abarbeiten und von vorne beginnen. Deswegen mag ich diese Methode nicht ganz so gerne. Ich habe aber auch damit eine Weile geschliffen, weil ich dachte, ich gelesen habe, das hier ist die Variante, die muss man machen. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das ist die Variante für Metaller. Ja, und ich habe einige Videos dazu geguckt zu dem Thema, und das sogenannte Trockenschleifen ist jetzt nicht unbedingt bestens geeignet. So, wie ich bereits erwähnt habe, so ein Schleifstein hat meistens zwei Steine. Wie gesagt, bei mir ist es 80 und 120er Körnung, und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Eisen habe, was jetzt stark verschlissen ist und das muss erstmal in Form gebracht werden, dann gehe ich kurz an die 80er Körnung. Wenn ich aber nur die Phase etwas aufbessern möchte, dann gehe ich kurz an die 120er Körnung. Und das macht halt diese Maschine auch so interessant. Wenn du jetzt zum Beispiel viel mit Metall arbeitest, hast du so eine Maschine wahrscheinlich. Oder du wirst jetzt sagen, oh, so eine brauche ich. Gut. Bei mir war es damals so, ich dachte, ich muss auch irgendwie mein Werkzeug schärfen können. Deswegen brauche ich diese Maschine. Hersteller ist wie immer jetzt zugeklebt, und wenn jemand von euch wissen möchte, was für ein Hersteller ist, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, dann werde ich es euch natürlich auch sagen. So, ich bin aber prinzipiell sehr zufrieden mit der Maschine, sie macht halt ihren Job. Ich bin mir nicht so sicher, wie lange sie ihr Leben halten wird, aber für mich macht sie auf jeden Fall einen sehr robusten Eindruck, weil die halt einfach mal komplett aus Metall ist. So, bei dieser Maschine gibt es leider nicht die Möglichkeit, hier Winkel einzustellen. Daher muss man viel mit Gefühl arbeiten. Das Gefühl besteht darin, dass man mit seinem Finger, dass man die Auflage mit seinem Finger macht, ja, um so den Winkel einzustellen und dann an dem Blatt, also an diesem, an der Schleifscheibe entweder hin und her geht, ja, oder wenn man jetzt eine Rundung hat, eben diese Bewegung hier macht. In der Praxis sähe das dann so aus. Du legst deinen Finger auf und anschließend das Eisen und gehst so hin und her. Natürlich musst du die Geschwindigkeit ein bisschen beachten, da dir sonst das Eisen verglüht. Du darfst nicht zu langsam sein, aber auch nicht zu schnell. Das ist ein bisschen, das ist auch wieder hier Übungssache. Du wirst garantiert das eine oder andere Mal ein Eisen verglühen. Der nächste springende Punkt ist, dein Finger. Pass mit deinem Finger hier auf. Das wird echt verdammt heiß. Und wenn du hier dran kommst, dann tut das ordentlich weh. Deswegen hak dein Finger einfach hier ein mit der Kante und beweg ihn einfach nicht mehr. Sondern beweg nur noch das Eisen. Und mit dem Daumen hin und her. Und so hast du auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du dich nicht am Finger verletzt. Und ich habe das nämlich schon getan. So, den Winkel einzustellen, das ist halt hier alles jetzt Gefühlssache. Du möchtest halt 30 Grad haben, dann stellst du ungefähr auch 30 Grad ein, beziehungsweise 120. Und dann gehst du ganz langsam hier runter, hin und her. So, bei dieser Maschine ist hier zu beachten, dass du bitte eine Schutzbrille trägst.
Und im Idealfall machst du vorher deine Holzwerkstatt sauber und befreist diese von Sägespänen. Denn bei dieser Art des Schleifens entstehen sehr viele Funken und deine Werkstatt könnte sich in 0, nichts in Feuer auflösen. Also, mach vorher sauber, schleif nicht dort, wo viel Holz liegt, leg dir vielleicht ein Blech drunter und ich würde dir jetzt sagen, zieh Handschuhe an, denn der Funkenflug tut auch ordentlich an den Fingern weh, aber dann werden die Leute da draußen wieder sagen, nein, keine Handschuhe an drehenden Maschinen. Aber ich sag dir, zieh die Handschuhe an. So, Schutzbrille auf. Und dann würde ich mal sagen, ach hier, hier muss ich einfach sauber machen hier. Achso, eine saubere Schutzbrille hilft übrigens auch davor, sich nicht zu verletzen. So, ei, ei. So, dann Schutzbrille an und dann wollen wir nochmal den ersten Schleifversuch machen. So, auch hier habe ich euch gerade gezeigt, ist es tatsächlich möglich, wirklich eine perfekte Schneide hinzubekommen. Man, auch hier bedarf es natürlich ein bisschen Übung. Ich sag mal so 6, 7, 8, 10, 12 Mal muss man da schon irgendwie dran arbeiten, aber es funktioniert. So, und dann würde ich sagen, der wichtigste Punkt ist, beim Schleifen hinten entsteht ein Grat. Ich weiß nicht, den sieht man wahrscheinlich nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ja, sieht man wohl nicht. So, aber beim Schleifen entsteht ein Grat. Ich habe im Internet viel gelesen darüber, dass Menschen sagen, oh, wenn dieser Grat entsteht, der muss richtig groß sein, der ist scharf. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Vorurteil. Dieser Grat reißt, der reißt euer Holz. Ihr müsst also sehen, dass ihr, ihr müsst diesen Grat ein bisschen entfernt. Ich konnte jetzt nichts finden, ob ein kleiner Grat nicht schlimm ist. Aber ich sage es jetzt wirklich so, wie es ist. Ein Grat ist nicht gut. Es gibt nur gewisse Drechselwerkzeuge, an denen der Grat gewünscht ist. So eine Röhre ist es nicht, denn sie reißt dann das Holz und dann hast du unschöne Spuren und das ist nicht gut. Und damit du jetzt diesen Grat wegbekommst, beziehungsweise ich mache das immer so, nehme ich mir ein Schleifpapier, biege mir das so ein bisschen, so dass das quasi dann in die Form der Röhre passt. Fixiere das mit dem Finger und ziehe dann einmal da lang. Vielleicht auch ein zweites Mal. Ja, das war's schon. So, das war jetzt übrigens eine 500er Körnung, falls es euch interessiert. So, und schon habe ich wieder eine höllisch scharfe Schneide. Und weil ich dir das gerne beweisen möchte, gehen wir auch direkt mal an die Drechselbank. Ich habe da schon was vorbereitet und wir werden jetzt mal mit diesem Drechseleisen mal ein bisschen drechseln. So, ich glaube, das hier, das war tatsächlich das schärfste Ergebnis, was ich bis weilen mal erzielt habe. hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ja, Drechseleisen scharf.
Und beachte aber bitte bei dieser Methode, zieh dir bitte unbedingt eine Schutzbrille an, denn so ein heißer Funken, der tut richtig weh. Räum deine Werkstatt vorher auf, saug am besten vorher, denn jeder kleine Funken kann so einen kleinen Holzhaufen entzünden, beziehungsweise so einen Staubhaufen. Ja. Sei also vorsichtig, hol dir diese Methode, üb ein bisschen mit ein paar alten Eisen und dann bekommst du auch richtig, richtig scharfe Ergebnisse hin. So, und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich bereite dann noch die letzte Methode vor, nämlich das Nassschleifen mit der Maschine. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Werkzeug schleifen.